Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Super Mario Odyssey. Beim letzten Mal haben wir Polarland hinter uns gelassen. Ist ein schönes Land gewesen auf jeden Fall, allerdings haben wir jetzt auch hier wieder die Möglichkeit, was Neues zu kapern. Also halten wir uns nicht mit alten Dingen auf, sondern gucken uns nur die neuen Dinge an. Nämlich mehr Powermonde. Auch hier wieder ist tatsächlich unsere Mission eigentlich nur, 4 bestimmte Powermonde zu sammeln und so das Glas freizumachen. Beziehungsweise wieder aufzufüllen. Ach, wie auch immer. Die Fontänen zu retten. Okay? Mehr ist das nicht. Beach. Na, weil du willst die 4 Fontänen wieder sprudeln lassen? Ich gebe das köstliche Edelwasser nicht kampflos her. Passt schon. Er wird sich hergeben. Ist nicht mein Problem. Ist wirklich nicht. Ich habe nämlich auch noch andere Mittel und Wege, um da Freiheit für die Gläser zu schaffen. Ihr seht selber, wir haben hier diesmal Muschelschalen. Aber der reine Story-Run wird sich auch hier wieder nicht damit ganz komplett beschäftigen können. Was ich allerdings brauche, sind Powermonde. Zumindest so viele, dass ich sagen kann, hier weiter geht's mit der Story, ne? Und um ein paar zu bekommen, während wir zumindest unsere normale Mission hier erfüllen, ist mal wieder eine Goomba-Palade. Was ist das? Polonaise. So, Polonaise, das ist das Wort, was ich suche. Wortfindungsstörung, ahoi. Das brauche ich auch wieder und jetzt sitze ich hier vor meinem PC und schauke mit meinem Controller hin und her, um ein bisschen zu hopsen. Ist doch auch ein geiles Bild. Ich bin ganz ehrlich, ich bin kein Freund von dieser Schaukelsteuerung, aber naja. So, hier können wir wieder eine Romanze starten. Ist ja eigentlich wieder eine Tragik an sich. Denn kaum hat ihr Herz verschenkt, kommt da irgendein komischer bärtiger Mann aus den Goombas raus, was auch furchtbar klingt, und nimmt den Mond an sich. Also, Goombette möchte ich nicht sein. Ja, und scheinbar heißt sie tatsächlich Goombette. Hab sie schon immer? Ich habe keine Ahnung. Ich bräuchte meinen eigenen persönlichen Mario-Kenner, aber der spielt das zurzeit selber und wird nicht dem LP lauschen. Abgesehen davon, dass er keine Videos von mir guckt, was in Ordnung ist, um Gottes Willen. Persönliche Freunde von mir, PFs, müssen meine LPs nicht gucken, wenn ihnen die nicht gefallen. Bleh. So, das war schon das zweite von 4 Fontänen, Glas, Dinger, Monde. Der sitzt aber auch auf dem Präsentierteller da. Ich meine, ist ja nicht meine Schuld, dass er eins auf die Fresse kriegt. Was hat Mario eigentlich getan, dass das Seegras ihn so sehr hasst? Kann mir eigentlich egal sein, aber mal ehrlich. Er taucht nur ein und das Seegras will ihn essen. Das ist schon verstörend auf eine gewisse Art und Weise. Eigentlich ziemlich sicher, dass ich hier den ein oder anderen Mond einfach unter Wasser finden könnte. Allerdings ist auch hier immer so ein Problem, dass ich manchmal unterscheiden muss zwischen geheimen Extra-Mond und normalen Mond. Und scheinbar ist der Mond nicht hier, aber hier wäre später auch einer drin. Deswegen sage ich ja, selbst wenn euch das LP nicht interessiert, aber der Punkt ist, bevor ihr irgendwas macht, spielt erstmal die Story. Das macht sonst eigentlich absolut keinen Sinn. Spielt erst die Story. Ich sehe nichts. Danke. Weil ohne die Story habt ihr nicht Zugriff auf alle Monde. Und wenn ihr nicht alle Monde sammeln könnt, dann braucht ihr gar nicht erst anfangen, 100% anzustreben. Und gut, dass die Lava jetzt komplett weg ist. Die Lava ist halt ein kleines, wie soll ich sagen, Flittchen.
ist halt da, wenn wir sie nicht gebrauchen können, aber sobald alles geklärt ist, weg. Also wäre ich der Boss, wäre ich ganz schön grantig darauf. So. Jetzt muss ich trotzdem noch den Schalter drücken. Wäre nämlich echt traurig, wenn ich diesen blöden Schalter nicht gedrückt hätte. Und mich dann frage, warum das Ding nicht aufgeht. Genau, noch eine Fontäne. Ich weiß nicht, ob das da unten ist eine Bahn oder ein Mond. Das ist eine Seegrat-Rufstätte. Kann natürlich auch so ein Ding sein, aller besiege sie und erhalte einen Powermond. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist halt mal wieder alles möglich, ne? Kennen wir ja jetzt mittlerweile. Alles ist möglich. Kappenwerfer. Ja, das ganze Seegras hier, was mir ans Leder will, naja, ignoriert's. Hier ist nochmal relativ schnell ein Powermond einfach so eingebucht. Ich bräuchte jetzt gleich wieder ein Cheep Cheep, ob ihr es glaubt oder nicht. Oder ob ihr es wollt oder nicht. Eigentlich brauche ich gar kein Cheep Cheep, wenn ich so drüber nachdenke. Fehler habe ich vorhin auch gemacht. Ist noch gar nicht so lange her, da habe ich jetzt mich auf 576 oder 78 oder sowas um den Dreh Baumunde gebracht und Ende vom Lied war, es ist schön, dass ich so viele habe, allerdings fehlen immer noch sau viele, ich kann nur halt nichts Neues mehr damit freischalten scheinbar. Aber ja, Ende vom Lied war, ich bin einmal durch diesen Tunnel hier nochmal geschwommen. Und hab gedacht, ich müsste den Cheep Cheep über Land dahin bringen, was halt völliger Humbug war. Musste ich nicht. Hab ich halt gemacht, aber musste ich nicht. Von daher kann ich nicht empfehlen, einen Cheep Cheep damit hochschleppen zu wollen. Und hier haben wir diese wunderschön gearbeiteten Morellen. Morellen? Moränen. Moränen. Ich finde die echt gut gemacht, muss ich zugeben. Ich finde die echt schön dargestellt. Die Luftblasen sind hier, falls wir, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der Cheep Cheep sich auflöst, wenn ich mich treffen lasse davon, weil es mir noch nie passiert ist, aber sollte dem so sein, wahrscheinlich, damit man nicht ertrinkt. Ist so das Einzige, was mir dazu einfallen würde. Würde Sinn machen, ne? Das Siegel des Leuchtturms wurde gebrochen. Und man sieht, dass ich gleich noch einen brauche. Also einen einzigen Powermond, um hier wegzukommen. Wenn ich ihn nämlich besiegt habe, dann gibt es drei wieder. Ich glaube, das reicht ihm jetzt. Das ist jetzt eine Faust. Ist das so ein Ding, dass er mir hier die Faust zeigt, Alter? Ich mach mich fertig, Alter. Kann gut sein. Das Interessante an diesem Bosskampf ist, dass er sich über die gesamte Arena erstreckt. Das einzige andere Beispiel, wo das hier... Also was mir tatsächlich einfallen würde, ist in Super Mario Sunshine. Wo man diesen Wiggler kämpfen kann. Da geht das auch über die gesamte Arena hinweg. Hätte ja treffen können. Hat's nicht, hätte aber. Das ist ja das einzige Beispiel von einem ähnlichen Boss, also zumindest einem ähnlichen Boss im Sinne von, dass er über die gesamte Arena hinweg geht. Ganz sicher, wie der hundertprozentig funktionieren soll. Ich muss ihn nämlich, meine ich, irgendwo gegenknallen lassen. Mich ihn halt rückwärts schwimmen lasse, während ich ihn da verfolge. Au.
das war natürlich jetzt super geschickt. Aber ja, ihr habt es gesehen, er hat. Ich hätte nicht auf Top drin. Er hat halt mit seinem Hinterkopf das Ding gerammt und. Au! Deswegen. Da war er dann erstmal ausgenockt. Nein, ich werde nicht sagen, dass er ein schwerer Boss ist. Ist er nämlich nicht. Ich stelle mich halt nur wieder mega blöde an dabei. Ja, mega blöde. Wie gesagt, im besten Fall sorgt dafür, dass er sich den Kopf anstößt. Dann habt ihr dieses Theater, was ich hier gerade mache, nicht. So. Jetzt hat er natürlich mein Viech wieder umgebracht. Ich bringe mich fast selber um hier. Also machen wir das, was jeder gute Mario-Spieler tut. Er lässt den Boss halt machen, was er will. Ob er jetzt die Dörfer zerstören möchte oder was auch immer. Und holt sich jetzt mal Energie. Aber nur, weil es jetzt gerade wirklich in der Nähe war. Sonst wäre es mir ziemlich egal gewesen. Und jetzt muss ich ihn erstmal wiederfinden. Man sollte meinen, so einen riesen Tintenfisch verliert man nicht mal eben über Nacht, aber doch, das passiert mal ganz gerne. Vielleicht das Problem mit solchen, da ist er, komplett in Arena spielbaren Kämpfen. Dass er halt dann irgendwo auf einmal landet. Unfair. Du bist da voll keine Gegend geknallt. Ich hab's genau gesehen. Gegen den Leuchtturm. So, in Ordnung. So. Stell ich mir übrigens furchtbar vor, mal so zu explodieren. Aber. Das macht nichts. Wir schaffen das Edelwasser. Und bevor wir das einsammeln. Okay. Auch das wieder einer dieser extra Dinger. Abgesehen davon, dass hier unten ein Bilderrahmen ist zu einem späteren Ort, glaube ich zumindest. Ich hätte auch gedacht, dass hier jetzt wieder der eine ist. Da unten zwei Powermonde hinterher. Einer am Henkel vom Becher, einer im Becher selber. Aber gut, dann halt nicht. Das Glas ist halb voll. So sieht's mal aus. Ja, fehlt jetzt mir nur ein Powermond eben. Die Welt selber ist fertig. Ist das ein famoser Sonnenuntergang. Und mit den Fontänen und dem Edelwasser sogar noch schöner. Aber Bowser scheint sich gar nicht mehr in diesem Land aufzuhalten. Wir müssen ihm hinterher. Ja, wir müssen ihm hinterher. Das werden wir auch. Ihm hinterher sein. Allerdings später. Vibration in der Unterwasserhöhle. Pumps, Valera und fertig sind wir. Was soll ich sagen? Es ist halt schnelle, einfache Powermonde. Und schon geht's weiter. Für diejenigen, die das vielleicht auch mal gesehen haben, das demonstriere ich auch gleich. Da oben wäre auch noch ein Powermond, also ne, freie Auswahl für alle. Muss ich gleich demonstrieren dann. Auf ins Schlemmerland. Bowser kann nicht auf ewig vor uns davonlaufen. Ja, zumal irgendwann haben wir keinen Platz mehr auf unserer.
Geldkartenleisten-Ding da unten. Irgendwann ist einfach kein Platz mehr. Und dann haben wir entweder Bowser oder wir haben ihn nicht. Aber ja, was ich zeigen wollte, zeige ich dann gleich. Erstmal geht die Reise mit unserem Poncho-Meister weiter. Ihr seht aber schon, dass das Ding fast fertig ist da oben. Bowser will also eine Rede halten und sie mit Edelwasser begießen? Scheint, als käme er mit den Vorbereitungen voran. Wenn wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Könnten wir, aber lass mal stecken. Wir sind auf dem Weg ins Schlemmerland. Hier steht, dass dieses Land bekannt für seinen auf einem Vulkan zubereiteten Schlemmereintopf ist. Echt feurig. Schlemmerland ist augenkrebserregend. Obwohl ich es mit zu meinen Lieblingsländern zähle, es ist... Boah. Also Entschuldigung, aber es ist so rosa und das ist in etwa so, als hätte ein Kind wirklich zu viele Farbmalstifte gekriegt. So, was ich zeigen wollte, falls es jemand interessiert, so wie mich auf einmal. Ich habe mal festgestellt, hier ist so eine Klappe. Ich weiß nicht, warum sie extra diese Klappe hier haben. Weil alles, was diese Klappe macht, ist uns hier wieder reinschieben. Schiegen. Schiegen. Hühnchen. Und, ja. Ich kann auch einfach durch die blöde Tür gehen, aber nein. Wir haben halt extra so ein Ding dafür. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber wir haben's. Und ich glaube, ihr könnt euch schon vorstellen, dass das, was ich jetzt gerade gemacht habe, nicht richtig ist. Weil er angestorben ist. Aber hier erhalten wir die Fähigkeit, ein neues Ding zu kapern, und zwar den Feuerwisp. Und wie ihr seht, ist Rango jetzt weg. Das da ist Spewart, heißt er tatsächlich. Boah, wir haben echt tonnenweise Schlemmereintopf für das Hochzeitsessen des Chefs mitgehen lassen. Ich werde mir auch noch einen Nachschlag für den Weg mitnehmen, aber erst wenn ich mit dir fertig bin. Boah. Okay. Boah, boah. Echt gesprungen. Okay, mega schlecht gesprungen. Ich bin ganz ehrlich, Spewart ist von all den Broodles eigentlich am einfachsten. Wenn ihr denn nicht so blöde seid wie ich und einfach mal richtig springt. Ich glaube, so hat er das gemacht, tatsächlich. Aber eigentlich könnt ihr auf den Hut springen. Könnt den Angriff unterbinden, wenn ihr Bock drauf habt, und das müsst ihr sowieso nicht ertragen. Also Spewart ist... Naja. Der wirklich einfachste von denen. Naja. So ist das eben. Die Brutes als Vorkoster wäre trotzdem keiner. Weil das sieht so aus, als würde er die ganze Zeit reiern. Und mal ganz ehrlich, wer möchte wer möchte irgendwo hingehen, wo man das Gefühl hat, das Essen ist so schlecht, dass da einer ständig reiert? Keiner. Unter den Käsefelsen. Oder über den Käsefelsen. Kann man jetzt sehen, wie man will. Ja, ihr merkt, ich mache ein bisschen weiter, weil das Schlemmerland ist halt tatsächlich wieder eins dieser Länder, das ein bisschen größer ist als gedacht. Aber in einem positiven Sinn. Also an Schlemmerland hatte ich sehr, sehr viel Spaß. Ja, und kaum mache ich hier die Dinger kaputt, sagt das Spiel, ja, leck mich, du darfst da eh wieder hoch. Das ist durchaus sehr nett und zuvorkommt. Also, das soll eine Zutat sein. Aber ihr seht selber, hier muss ich definitiv mehr, mehr sammeln als gerade eben im Wüstenland oder tatsächlich auch im Polarland. Wahrscheinlich so ungefähr das, was ich in beiden einzeln gesammelt habe, hier zusammen. Aber das ist eigentlich kein Thema.
Das ist ja eigentlich ein sehr schönes Level. Abgesehen von der Augenkrebsgefahr. Holen wir natürlich den einfachsten Powermond, den ich überhaupt holen kann. Das ist immer wieder der für 100 Münzen. Einfach hier einen, zack. Ich meine, das kann ich mir ohne Probleme erlauben. Und beim nächsten Mal werden wir uns diesen Käsefelsen genauer ansehen und den Weg zum Vulkan erklimmen. Denn darum geht's eigentlich. Da oben ist ein Hühnchen. Wir müssen Hühnchen stoppen. Besagtes Hühnchen ist nicht gerade nett, davon zu sprechen. Das ist eigentlich alles. Ja. Ich hoffe, es hat euch bisher soweit gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir besagtes Elitat umsetzen. Mann, ist das ein weißes Hühnchen. Bis zum nächsten Mal. Die reinste Odyssee war das mal wieder. Wenn ihr noch mehr sehen wollt von mir, dann vergesst nicht, mich zu abonnieren, denn so verpasst ihr nie wieder ein wichtiges Update von mir. Und außerdem folgt mir auf Facebook oder Twitter, denn auch da bin ich aktiv und ihr könnt reden mit mir, wie ihr wollt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen, tschüss Leute.